Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Skin Spotlight. Ja, ich war gerade eben noch mal kurz auf der PBE drauf und hab gesehen, diesen hammergeilen Pantheon Skin. Die haben ja jetzt bei Braum auch diesen Drachentöter Skin rausgebracht und hier ist der passende Pantheon Skin als Drachentöter dabei. Und ich finde den einfach ziemlich nice. Es ist im Moment, finde ich, so, Riot versucht ein bisschen das Gold aus, also das Geld aus den Schuhen zu ziehen da, wa? Aus den Hosentaschen, wenn die solche geilen Skins rausbringen. Also ich zeige mir mal eben kurz die Jokes, einfach nur ganz kurz, weil ich den so cool fand. Und vor allem das Bild zu dem, also das Thumbnail werdet ihr ja sehen, sieht auch richtig hammer aus. So, zack, gehen wir mal wieder ein Stückchen raus. Also ich finde, der sieht ziemlich cool aus von den Abilities. Ja, ist natürlich, Pantheon hat jetzt nicht so viel zu bieten. Wenn wir jetzt einfach mal den Coup hier einfach mal zeigen. Ich mach's jetzt mal auf den Creep und nicht auf den Warwick. Also der Coup ist halt so glänzend wie sein, ja, wie sein Speer, den er halt da hat. Wenn wir hier dann halt die Speere so zeigen. Ich finde die Range ein bisschen größer als gewohnt. Wenn wir das jetzt nochmal machen, Moment. Eben die 2 Sekunden abwarten. Wenn ich den jetzt hier mal so mache, hier ist die Range. Und wenn wir jetzt mal den ab... feuern. Ich finde das schon ein bisschen groß. Also ist ein bisschen größer meiner Meinung nach als sonst. Ansonsten können wir jetzt hier mal eben den W noch, springt da drauf und haut nochmal schön so einen goldenen Schweif hinterher. Also ich finde den Skin richtig cool und es war jetzt einfach nur eine kurze Idee, eben mal zu zeigen, wie der neue Skin aussieht hier. Probieren wir mal hier aus und die Ulti sieht richtig nice aus. Bam! Es fehlt natürlich der Sound noch, der wird auch noch ein bisschen angepasst. Aber dafür, dass es ein neuer Skin ist und passend zu diesem Drachentöter, finde ich den einfach mal richtig, richtig nice. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte mich nochmal kurz melden. Wie gesagt, für die Leute, die weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollen, neue Skins sehen wollen, neue Spielmodi und so weiter, was halt so auf der PBE rauskommt, lasst ein Abo da. Ich bringe einfach die neuen Videos, so wie jetzt, spontan eben raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder was Neues hier gibt, auf der PBE. Bis dahin. Ciao, ciao.